in seinen Schritt genommen hat. Thank you.
Feuerwehr Leipzig wurde alarmiert zu einem Mittelbrand in die Ludwig-Ulrich-Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand bereits ein Bürogebäude bzw. ein Bürocontainer und ein dazugehöriger Anbau im Vollbrand. Die ersten Maßnahmen für uns waren erstmal einen Zugang zum Gelände zu verschaffen, da es entsprechend abgeschwemmt und abgeriegelt war. Und dann natürlich sofort die Brandbekämpfung und eine Verhinderung der Brandausbreitung auf Nachbargebäude funktioniert. Offensichtlich ist das Gelände ein Kfz-Handel. Für Menschen bestand keine Gefahr, für die Umwelt in dem Sinne der Rauchgase, die entsprechend dabei nachbrannten. Insgesamt war die Feuerwehr Leipzig mit 21 Einsatzkräften an einer Stelle. Also der Einsatz gehört schon zu unserem Tagesgeschäft, den wir hier abgearbeitet haben. Nichtsdestotrotz, Gefahren bestehen bei solchen Gebäuden immer darin, dass wir regelmäßig Propangasflaschen brauchen, die zum Heizen benutzt werden. Oder wenn es sich um Autowerkstätten handelt, eben auch Acetylenflaschen, die genutzt werden, um entsprechende Brennarbeit durchzuführen.